So, nimmt wieder auf, jetzt fahre ich aber vorsichtig, denn die kamen nicht vorbei, um nach dem Helm zu fragen oder mich darauf hinzuweisen, dass mein Bike schön ist, sondern eher, dass ich ordentlich zu schnell war. Vorher erzähle ich nur lang und breit, dass ich hier vorsichtig fahre, weil ich die Kurven nicht kenne. Und dann gibt es mal keine Kurven, ich ziehe kurz hoch, um hinter dem Bus wegzukommen, weil ich überhaupt nichts sehe, was ich eben auch als Sicherheitsproblem wahrnehme. Und da fährt gemütlich ein Zivilbullerei hinter mir her. Es ist gut möglich, dass in absehbarer Zeit dann erstmal keine Videos von mir erscheinen werden, denn das wird ein Fahrverbot werden. Ja, lasst euch in den Kommentaren drüber aus. Ich habe einfach nicht aufgepasst, ich habe nicht lang in die Rückspiegel geguckt. Ich habe es in dem Moment nicht anders verdient, muss man so sagen. Ich hoffe, ihr lernt was draus. Ich werde garantiert was draus lernen. Ach, da muss ich hin. Ach, wie überflüssig. Da bin ich auch noch in einem Bereich zu schnell gefahren, wo ich mich schon wieder verfranzt hatte, weil das Handy keinen Empfang hatte und mir nicht gesagt hat, dass ich vorher abbiegen soll. Manno! Ich unterstelle da mal sozusagen Rasterfahndungen. Haben sich einfach hinter ein Motorrad gesetzt und geguckt, ob es zu schnell fährt. Das, naja. Oh, die sind gar nicht so langsam, fahren 46. Da ist nur die Frage, wie ich da hinkomme, wo ich hin wollte. Bin ich etwa vorhin einfach falsch abgebogen? Ich werde auf jeden Fall jetzt ganz brav fahren. Ja, Siri, jetzt weiß ich, dass ich hier abbiegen muss. Danke. Blöde Nuss. Oh Gott, tut der Fahrtwind gut. Oh Gott, tut der Fahrtwind gut. Es ist so unendlich warm, das glaubt ihr gar nicht. Ich fließe. Innerlich. Als ich den Helm aufgezogen habe, war das wie mit einem nassen Hahn in eine Sauna zu gehen. Es ist so krass warm. Und der Fahrtwind ist einfach so schön. Ich würde am liebsten in Badehose fahren. Ich war zu schnell, ja. Und das habe ich jetzt davon. Und dagegen kann ich auch überhaupt nichts sagen. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich wollte ein Auto überholen, was meine Sicht blockiert hat, war unsicher für mich, bla bla bla. Der Punkt ist, ich bin eine ganze Ecke zu schnell gefahren, auch wenn es nur ein kurzes Teilstück war. Und da es ja auch in letzter Zeit immer mal wieder Unfälle gab, denke ich, ist es fair zu sagen, man kann sowas einfach wesentlich besser verhindern. Nicht komplett, aber besser verhindern oder die Gefahr minimieren, wenn man sich an sinnvolle, kontrollierte Geschwindigkeit hält. Und rein rechtlich gesehen sind das im Normalfall 50, 70, 80, 100, wie auch immer, das, was halt auf den Schildern steht. Dementsprechend kann ich es absolut verstehen, wenn das auch kontrolliert wird. Ich würde ja auch wollen, dass niemand zu schnell fährt und mich als Biker irgendwie gefährdet. Aber dementsprechend sollte auch jeder Biker, und ja, da habe ich einfach einen Fehler gemacht, sollte sich bewusst sein, dass er natürlich genauso gut die Gefährdung ist, wenn er schnell fährt, wenn er einfach irgendwie eine Ecke nicht einsieht, sich hinlegt. Er kann genauso gut einen entgegenkommenden Biker, Fahrradfahrer, Fußgänger, was auch immer, umsensen, was absolut gefährlich ist. Ich sage nicht, dass jetzt hier ein Fußgänger über die Straße läuft, ist ja logisch, aber die Biker zum Beispiel gerade, wenn die sind eben in der eher Richtung Mitte der Fahrbahn gefahren, alles unkritisch, aber wenn ich mich da jetzt hingelegt hätte, das Bike seitwärts über die Straße gerutscht wäre, ich die umgesemmelt hätte, das wäre dann nicht nur bei mir wahrscheinlich mittelmäßige Verletzung, sondern bei denen durchaus schwere. Und das muss ich nur gucken, wo ich lang muss. Was? Da lang? Okay. Das ist ja nicht notwendig. Dementsprechend ist es jedem angeraten, sich brav an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, kontrolliert zu fahren, gucken, dass nichts passiert.
Und ganz ehrlich, da habe ich auch meinen eigenen Grundsatz verletzt. Biker werden schon zur Genüge mit Vorurteilen überschüttet und mit Argwohn betrachtet. Und wir sind Organspender. Und ja, ich bin Organspender, aber aus anderen Gründen. Und mit suizidalen Freaks und Kaputtnicks gleichgesetzt, was ja absolut nicht zutreffend ist im Teil. Ich denke, es gibt auch absolute Freaks. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber es tut eben nicht Not, dass jeder sich verhält wie gesenkte Sau. Das tut allen Bikern letztendlich gut. Uiuiui, was für düstere Wolken. Fahren wir einfach mal. Bis der Tank leer ist, fahren wir einfach mal. Aha. Parkplatztreff.de. Nee, keine Ahnung. Und das sieht nass aus. Scheiße. Das riecht auch schon nass irgendwie. Ah, scheiß Kasseler Schienen. Ja, danke Bus. Du bist mir eine. Ah, Mann. Das ist doch... Super, das ist auch nicht angenehmer. Also das ist einfach überflüssig. Oh je, und es geht genauso weiter. Regen und Schienen, ey. Wer macht denn sowas? Das ist selbst für Autos scheiße. Ich weiß, jammern auf hohem Niveau, aber mein Leben läuft gerade echt nicht rund. Noch nicht mal viereckig. Das läuft bekifft auf der falschen Seite der Autobahn rückwärts. So komme ich also bei Regen rein. Überall sind Pfützen. Und Schlaglöcher und Schienen. Und bevor ich mich noch mehr beschwere, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beehrt mich bald wieder und bis zum nächsten Mal.